Herzlich willkommen an Jennys Fitwoch. Heute bei Folge 3 sind wir mal nicht in der Küche, sondern im Wohnzimmer. Und es soll um meine Top 5 Dehnungsübungen gehen. Und wie ihr die macht, auf was zu achten ist und wie die aussehen, das zeige ich euch jetzt. Nun stellen wir ein Bein ein Stück weiter nach vorn, gehen auf die Hacke und ziehen die Zehenspitzen wirklich zum Körper heran, greifen mit den Fingern nach den Zehen und halten genau diese Position für 10 bis 20 Sekunden, so lange wie geht, und spüren wirklich die Dehnung in der kompletten Beinrückseite und danach Seitenwechsel. Für die nächste Übung nehmen wir auf jeden Fall den Armschuh. Wir rotieren dreimal und gehen dann komplett in die Dehnung. Wechseln den Arm. Und das Ganze macht ihr pro Seite 5-mal. Für die nächste Übung machen wir einen großen Schritt nach hinten und gehen wirklich richtig schön hier in die Dehnung. Das Knie nicht ganz auf den Boden ablegen. Ihr könnt eure Hand ganz einfach auf den Beinen positionieren und jetzt solltet ihr hier komplett im Oberschenkel und im Po die Spannung spüren und jede Seite etwa 30 Sekunden halten. Für die vierte Übung gehen wir runter in die Hocke, wirklich so weit wie es geht. Und sobald ihr diese Position eingenommen habt, die Ellbogen hier an die Knie und dabei die Knie so weit nach außen wie möglich drücken. Und bestenfalls diese Spannung, die ihr jetzt habt, auch wieder 30 Sekunden bis 40 Sekunden halten. Und für die letzte Übung lege ich mich auf den Rücken. Kopf ablegen und die Beine mit den Armen umschließen und so nah wie möglich an den Körper heranziehen. Und diese Spannung auch wieder so lange wie möglich halten, bestenfalls 30 bis 40 Sekunden. Das waren sie auch schon, meine Top 5 Dehnungsübungen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr könnt diese Übungen einfach in euren Alltag integrieren. Ich mache das meistens gleich in meiner Morgenroutine früh nach dem Aufstehen und fühle mich dann einfach fitter, vitaler und vor allem auch beweglicher im ganzen Tag. Und genau. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder zur vierten Folge und bis dahin bleibt gesund und bis nächste Woche.